Hallo, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Folge im Supermarkt Simulator mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch, Mensch, Kinders, ich habe, also Jungs, Mädels, divers, ne? Ich will euch nicht als Kinder bezeichnen. Ich habe Bombenlaune. Es läuft, es ist schönes Wetter draußen, ein paar Probleme von mir haben sich erledigt und wir können wieder Supermarkt Simulator spielen. Es ist wundervoll. Erstmal Kuss, um in der Jugendsprache zu bleiben, an euch Hübschen, die jeden Tag oder jede Folge, könnte man ja eher auch sagen, kommentieren. Ich lese es mir auch dementsprechend alles durch, aber ne, nehmt es mir nicht übel, wenn ich gebe jetzt nicht immer so Herzen und hier und da und habt alles nicht gesehen, ganz ehrlich, bringt euch am Ende des Tages auch nichts, ne? Aber ihr wisst, ich lese und ich muss mich mal wieder bedanken, denn ihr habt mal wieder was geschrieben, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, und zwar zum Thema Lager. Dass es da eine Mod, eine Lagererweiterung gibt, die mein Problem dementsprechend löst. Und die habe ich gleich mal mit draufgenommen. Und Maschalinski, hätte ich es doch gleich vorher gewusst. Aber nee, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Durch die Kommentare habe ich es aber jetzt auch mal begriffen. Und deswegen vielen Dank. Ansonsten vielen Dank auch für das Glübe, nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Dass das alles soweit passt. Und auch noch für die Tipps, ne? Dass dann, wenn die eh mal durch sind, bevor wir den Tag starten, nochmal nachkaufen und so weiter und so weiter. Das ist alles easy peasy. So, meine Hübschen, guckt's euch an. Herrlich, oder? Erstmal neue Bodentexturen. Die waren aber irgendwie bei den Mod dann mit drin. Davon mal abgesehen und guckt mal. Ah, guck mal. Doppelt so groß. Doppelt so groß. Und wir können das Ganze sogar noch erweitern, indem man dann noch eine zweite Ebene dann drauf baut. Kostet 10.000, brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Aber jetzt haben wir definitiv gar keine Probleme mehr mit irgendwelchen Platzsparproblem oder so, ne? Also jetzt ist das ja mal easy peasy, lemon squeezy, ne? Also geil. Wir werden auf jeden Fall in der heutigen Folge die neue Lizenz nochmal kaufen. Davon mal ganz abgesehen, ne? Also dass das Ganze erstmal wieder so wird, wie es wird. Und alles und natürlich dann hier auch mit unserem neuen Lager, dies, das Ananas, hier ein bisschen damit arbeiten. Ich könnte das jetzt hier auch noch wegmachen, diesen engen Gang, aber der bleibt jetzt erstmal hier bestehen, weil hier haben wir jetzt das Getränkeding und so, aber ja, wir schauen mal, wie es wird. Ne? Wie es wird. So, dann bestelle ich hier den ganzen Spaß noch immer mit dazu. Gehen wir mal hier auf Kurven, dass das alles mit drin ist. Jetzt haben wir natürlich, ach, das ist so großartig, jetzt haben wir natürlich nicht mal das Problem mit den, Also, ich dachte, ich hätte es gerade gekauft. Habe ich nicht gekauft, sehr gut. Jetzt haben wir nicht mal mehr das Problem mit diesen riesen Paketen da, sondern wir können jetzt einfach hier neu hinstellen. Hier ist es ähnlich, was so ist, ne? Man merkt, hier war ja dann die Grenze, ne? Und deswegen kann ich das jetzt hier, doch, hier geht's. Komischerweise geht's hier. Okay, lol. Weil hier drüben, zack, hier, also wenn ich das jetzt anpacke und will das hier hinschieben, seht ihr, das will er nicht. Also hier so will er, stopp. Und jetzt gehe ich rüber, zack. Ne? Also hier ist irgendwas, was ihn in dem Falle stört. Deswegen ist da so eine Lücke mit drin, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber jetzt können wir endlich hier noch Regal und da noch Regal. Und dann haben wir jetzt endlich ein Riesenregal. Oder zwei Riesenregale, sagen wir es mal eher so. Für diese richtig nervig großen Pakete. Sodass wir da nicht mehr in irgendwelche Hulitäten halt kommen. Ne? Oder Schmütteltäten und so. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Also da können wir jetzt zum Beispiel hier einfach das Klopapier reinsetzen. Ne, ist das nicht großartig? Dann kann ich das hier nämlich löschen. Dann passt das Ganze erstmal. Ne, beziehungsweise kann dann hier so, zack. Und dann haben wir ein Riesending, zack. Erstmal nur für das eine Klopapier. Und somit haben wir hier wieder neuen Lagerplatz. Herrlich oder herrlich? Herrlich, ich weiß. So, dann können wir die ganze Sache ja gleich weiter rumsponnen. Oder spinnen in dem Falle. In den ich dann hier zum Beispiel bei dem Klopapier auch, zack, geht dann einfach hier rein, zack, geht hier rein, mach hier die Labels alle weg, die wir dafür nicht mehr brauchen, so, zack, und dann haben wir die Problematik erstmal erledigt. Ist das nicht großartig oder ist das großartig? Es ist doch großartig. So, dann haben wir hier die Gespülbeschirren-Tipps, hier haben wir das, hier können wir jetzt das Ganze natürlich auch noch mit erweitern. Indem wir dann das Ganze so hinsetzen, muss ich gerade gucken, wie wir das am blödesten machen.
Aber ja, also dann könnte ich hier zack, 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 weißt du? Also so bam, bam. Dann haut das nämlich erstmal hin. So, da haben wir hier oben erstmal die 12 für das. So, die 12 für hier, dann da unten. Könnte man theoretisch gesehen hier noch so eins hinsetzen. Zapparappa, dass das Ganze auch erstmal läuft. Dann bestelle ich hier erstmal nach. Halt. Warum erkennt das nicht? Okay. Ach so, weil, logisch. Logisch, logisch, kann er ja gar nicht erkennen. Wie denn auch? Ist ja mein Fehler gewesen. Ist ja mein Fehler gewesen. So, Achtung jetzt. Zack, 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 so. 9 Stück, rein damit. Ach, herrlich. Herrlich, 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 herrlich. So, zack, 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 zack. Bam. Ah, wie ein bisschen schön, oder? Wie ein bisschen schön. Und den jetzt frei gewordenen Platz, den können wir dann später auch noch für andere Dinge nutzen. So ist es ja bekanntermaßen nicht, ne? Und dann läuft das Ganze auch erstmal mit ab. Und wir haben hier noch, ach ja, das mit den Kartoffeln ist am Beispiel noch so eine Sache, die wir ja auch noch hier dann auch noch mit reinsetzen können. Machen wir das gleich. Ach komm, machen wir gleich mal. Was soll's? Was soll's? Wir haben ja die Kohlen. Ja, oder 55.000. Dann machen wir noch ein ganzes Regal nur mit Kartoffeln. Das könnte man ja zum Beispiel dann auch einfach hier. Ach guck mal, man setzt das jetzt einfach mal hier hin. Fertig aus. Zack, wunderbar. Und dann kann ich jetzt hier Kartoffeln. Da Kartoffeln. Und schon sollten wir dann mit der neuen Lizenz schon mal gar keine Platzprobleme mehr haben. Ist das nicht großartig oder ist das nicht großartig? Ist das großartig, oder? Es ist doch großartig. Herrlich, herrlich, herrlich. Bam. So. Wunderbar. Da haben wir hier unten einen neuen Platz wieder geschaffen. Wir haben da drüben einen neuen Platz geschaffen. Und wir haben nochmal ein bisschen mehr Struktur, nochmal ein bisschen mehr Einheit hier mit drinne. Ach, was willst du mehr? Was willst du mehr? Was willst du mehr? So, zack, zack. So. Zack. Reines Kartoffelregal. Na, herrlich, oder? Herrlich, herrlich, herrlich. So, gut. Dann checke ich erstmal hier kurz am Rechner die neue Lizenz ab. Und zwar in der Verwaltung, in den Lizenzen, genau. Und dann haben wir Parmesan, Käse, Streichrahm, Nudeln, Reis, Zuckerrohr und Joghurt. Das ist unsere neue Lizenz. Checken wir dann gleich dementsprechend mal ab hier. Produkte. Zip. Und ab, wo geht's los? Ab hier. Ne, ab hier. Okay. Parmesan kommt in den Kühlschrank. Käse kommt in den Kühlschrank. Streichrahm kommt in den Kühlschrank. Penne-Nudeln kommt ins Regal. Wer hätte es gedacht? Reis kommt ins Regal. Zuckerrohr kommt ins. Nochmal Zucker. Und es gibt einen neuen Joghurt. Ne, das ist ja wie bildschön. Sehr gut. Okay. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Nudeln. Ah, wir können endlich hier. Geil. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dafür muss ich aber erstmal sicherheitshalber, stelle ich mal kurz hier. Ich könnte einfach den Pause-Mod mitnehmen, ich weiß. Aber ich feiere es jetzt einfach, es geht also erstmal schneller. Dafür müssen wir jetzt erstmal die Geschichte hier machen. Perfekt, 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 perfekt. Weil dann müssen wir nämlich das hier unten, also müssen wir jetzt irgendwie erstmal das Salz hier rauskriegen. Und das Salz müssten wir dann irgendwo anders wieder neu platzieren. Das ist dann wo eher noch die andere Herausforderung, wo wir das Salz am schlauesten hin platzieren. Ich glaube, da brauchen wir mal ein neues Regal. Aber wir brauchen ja sowieso ein neues Regal, davon mal abgesehen. Aber dass ich jetzt hier so ein reines Nudelregal habe, ne? Und, ja, das ist so die Sache. Brauchen wir neue Kühlschränke und alles? Also, es ist so oder so eine Sache. Oh Mann, Regal. Ich hole erstmal so ein einzelnes Regal hier. So.
ist so die Frage, will ich hier zum Beispiel noch eins mit hinstellen? Theoretisch gesehen spricht ja erstmal nichts dagegen. Hier ist ein relativ breit das Ganze. Bevor ich das hier nach hinten halt hinschiebe, warum nicht dann hier einfach neu aufmachen? Müssen wir uns vielleicht ein bisschen umgewöhnen und alles, aber ich würde das auch gar nicht mal so feste hier dran setzen, sondern würde das hier so ein bisschen so. Da ist immer hier immer noch genug Platz. Versperrt uns zwar ein bisschen die Sicht hier nach außen, aber das ist eigentlich auch noch okay, würde ich mal behaupten. Und dann kommt jetzt hier einfach mal da oben das neue Salz halt hin. Und dann habe ich nämlich gleich noch eine bessere Idee, oder was heißt noch eine bessere Idee, noch eine andere Umstrukturierungsidee. Sehr schön, leer. Dann können wir nämlich das hier vom Soßenregal auch mal entfernen. Und dann wird es ja einfach mal so ein Spittel-Dings da. Wisst ihr, was ich meine? Also hier so für diese ganzen Kleingeschichten, so Gewürzregal. Darauf wollte ich gerade hinaus. Es sollte dann einfach mal ein Gewürzregal werden. So, das geht einmal dann dahinter. Dann kann ich nämlich hier die Labels erstmal abmachen. Genauso wie hier. Dann haben wir da unten jetzt erstmal eine Lücke. Erstmal. Aber gibt Schlimmeres. Gibt halt for real Schlimmeres. So, das heißt, wir bestellen dann jetzt erstmal die Nudeln. Ne? Penne-Nudeln. Das sind die neuen. Zap, das ging dann irgendwo jetzt hier ins Lager rein. 8 Stück müssten das sein. Dann wollen wir mal gucken, wo er die jetzt hingeschmissen hat. Müsste aber auffallen, weil es nur 8 Stück sind. Theoretisch gesehen müsste es auffallen, ne? Ist natürlich trotzdem hier ein chaotisches, also was heißt, so chaotisch ist das System ja nicht mehr. Aber ja, da könnte ich nämlich das da oben, da weiß ich gleich, wo ich die hinhaue. Hier. Das sind die neuen Penne-Nudeln. Sehr schön. Blub. Dann eine Mehlsorte wird bestimmt irgendwann auch nochmal kommen. Aber ganz ehrlich, bis es soweit ist, setze ich das jetzt hier rein. Sehr schön. Setze das Label hier raus. Setze die hier rein. Setze das hier rein. Zap, zap. Und schon haben wir hier ein reines Nudelregal. Können wir nochmal nachfüllen. Sehr schön. Gut, dann Penne-Nudeln. Die gehen hier unten mit rein. Also ein Karton, ESO-Ding 270. Ja, das ist sogar Bückware. Passt sogar im mehr oder weniger realistischen Kontext. Bibelchen. Machen wir da so viel Gewinn dran? 2,22. 48 Cent kosten die uns im Einkauf. Das ist ja herrlich. Das ist ja großartig. So. Dann machen wir das Ding wieder voll. Und dann haben wir das erstmal mit den Nudeln. Haben wir ein reines Nudelregal. Ja, der Optik wegen, normalerweise die hier hoch, die dann da runter und dann hätten wir Karton, Karton und so Plastikgedöns, aber ach, egal. So, gut, machen wir weiter. Käse und Parmesan. Also zwei neue Käsesorten in dem Falle. Das heißt, wir können jetzt mehr oder weniger endlich unser Käseregal voll machen. Obwohl wir eher das Problem haben, wir können es nicht voll machen, weil das Käseregal ist schon voll. Also die Butter muss auf jeden Fall irgendwie raus. Oder wir, ja, nee, bei Käse, Parmesan, Mozzarella ist ja auch Käse und Käse, ne? Es gibt sehr viele Käsesorten mittlerweile. Schwierig. Gut, also brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen neuen Kühlschrank. Das heißt, ich stelle das Ding erstmal wieder hier um. Babem. Dann geht ein Kühlschrank hier rein. Sehr schön. Da haben wir uns einen neuen Kühlschrank. Flup. Den stellen wir dann wiederum hier hinten mit rein. Ja, so eine durchgehende Kühltheke könnte man ja fast sagen. Ja, und dann wollen wir mal gucken, vor allen Dingen, was das für Boxen sind. Also für Parmesan und nochmal Käse. Zack. So, mal gucken, wo die jetzt reingeflutscht sind. Das ist auf jeden Fall immer 9 und immer 9. Also irgendwo müssen eine 9 stehen. Hier oben. Okay. Da haben wir erstmal den Parmesan. Den setze ich dann erstmal kurzerhand hier rein. Da muss ich mal kurz gucken. Ja, ist natürlich nicht der Richtige, ist klar. Aber den Mozzarella, den könnte man theoretisch umswitchen, wenn man das jetzt wollte.
Aber Mozzarella ist halt okay, so. Das ist halt doof. Ich sehe schon was mal, wir könnten den switchen zu da. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Das werden wir, denke ich mal, gleich mal tun. Ich kaufe das jetzt erstmal kurz. So. Oh, nee, warte mal, das ist zu viel des Guten. Den muss ich dann nämlich nochmal im Lager umstellen. Sehr schön. Dann haben wir erstmal das. So. Dann muss noch irgendwo anders eine 9 sein, weil ich habe ja irgendwo den anderen Käse ja auch mit dazu. Das Vision, das ist er nicht. Eine 9, eine 9, eine 9, eine 9, eine 9, eine 9. Ich glaube hier auch nicht. Wo waren denn noch freie Plätze? Hier waren eigentlich ein Haufen. Hier. Und hier. Ja, guck mal, das ist sogar halt. Ach, das ist sogar das richtige Käseregal. Ja, wie bitteschön. Also, warte mal, da kann der hier erstmal drinnen bleiben. Stell ich den 6-mal nach. Zack. Da haben wir nämlich da erstmal genug drinne. Dann kann ich den hier erstmal wiederum mit reinnehmen. 7,90 € ist natürlich auch nur eine Ansage. Dann müssten wir dann eigentlich nur die Salzstreuer irgendwie wieder wegkriegen. Dann hätte sich das eigentlich erstmal. So, okay. Da haben wir die zwei Käsegeschichten hier erstmal mit drinne. Genau. Reis. Ja gut, das ist alles noch hier. Warte mal, der Joghurt. Das ist eigentlich eine relativ. Ja, war eine relativ angenehme Sache, Randy. Hast du nämlich das Bier mit reingetan? Das ist natürlich nicht mehr so schlau gewesen, weil eigentlich war ja über den Joghurt was frei. Wir haben Alene jetzt da und hier und hast du nicht gesehen, ne? Aber ich habe eine Idee, dieser Streichrahmen. In Kombination mit denen, flap flap, und in Kombination mit diesen Humus, flap flap, kriegen wir es damit rein. Das ist also jetzt der Plan. Wir holen uns eh mal Streichrahmen, das müssen 16 sein. Mal gucken, wo er den hingeflatscht hat. Und hier rein, sehr gut. Und das müsste jetzt nämlich der gleiche Karton sein. Boah, 22, 20, Alter. Teuer. Was kostet der? 77, 74, okay, das haut hin. Dann kann ich das nämlich hier rüber switchen. Und das hier rüber switchen. So, wisst ihr, wie ich meine? Zack, 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 zack. Dann haben wir jetzt hier zwei neue Dinger frei. Und genau, das bleibt erstmal kurzerhand so. Irgendwo hatte ich doch hier das Alkoholregal. Wo war denn der Alkohol? Der Alkohol war hier. Ah ne, warte mal, die Flaschen habe ich hier drüben gehabt. Genau. Die hier. Ne? Genau, wunderbar. Mal kurz durchchecken, genau, PK. So, dann kommt die nämlich hier rein. Dann mache ich das Joghurtregal dort wieder leer. Sehr schön. So, dann kommt nämlich der Joghurt, der neue Joghurt hier oben mit rein. Dann haben wir nämlich die Problematik auch erledigt. Flupp, geht dann immer weg. Wie bitteschön. Und dann habe ich jetzt da unten noch ein neues Ding. Was ich aber erstmal nicht brauche. Weil der Rest ist dann Dings. Ja, wunderbar. Gut, also Joghurt. Das müsste dann ein 30er sein. Irgendwo, genau, der Joghurt habe ich jetzt hier. Der überschreibt das dann ja, ne, logischerweise. 1,90, 2,50, oh, das geht sogar. Lass mich raten, geht wieder überall mit rein. Ah, okay, also eine Schachtel, ein Ding da so frei nach dem Motto. Gut. Dann machen wir das Ganze klar nochmal. Scheiß mal so auf die Versandkosten, ne? Also ganz ehrlich. So arm sind wir jetzt auch nicht, dass wir uns da dran aufgeilen müssten. So. Sehr schön. Gut. Perfekt. Und dann. Bin ich ins Lager gefallen? Genau. So, und dann bleibt jetzt noch übrig Reis und Zuckerrohr.
So, der sogenannte Onkel Tonys Reis, ne? Und beim Reis sieht es ja bis jetzt so aus, dass wir Reis haben und dann haben wir hier Bämme, Bämme, ne? Und wir brauchen also theoretisch gesehen drei freie Fächer. So, wir haben ja immer noch vier. Ich weiß, es gibt diese modifizierten Regale, die fünfe haben, aber egal. Wir haben jetzt theoretisch das Reis, genau, den Reis. Wir haben aber hier unten auch zweimal Bämme. Das macht es gerade ein bisschen komplizierter. Weil ich dann die Bämme, aber wir könnten dann erstmal die Bämme hier rübersetzen in das neue Regal. Thematisch geht's ja sogar, Kuchendings. Und dann könnte ich den Reis hier einmal mit reinstellen. Zack, auf einer Ebene. Dann haben wir zwar da unten eine Leerebene, aber das ist okay. Und dann haben wir noch die Problematik mit dem Zucker, weil hier haben wir jetzt alles voller Zucker. So, und jetzt haben wir noch zweimal neuen Zucker. Also auch neben den halt hier, ne? Das ist nämlich auch wieder so eine Sache. Ja. Gut, den könnte man dann hier unten reinstellen. Also, dass wir dann hier unten so Zuckerding haben und hier oben noch das Reisding. Das ist ja noch nicht optimal, aber es kommen ja auch noch mehr Lizenzen insgesamt mit dazu. Also, von daher dient das erstmal mehr oder weniger zur Über als Übergangslösung. Ist das, denke ich mal, erstmal IO, ne? Also sehe ich jetzt auf jeden Fall erstmal nicht die Problematik daran. Deswegen. So, dann, also im Lager muss ich das dann auch noch mit umstellen, beziehungsweise umräumen. Hier kann der Käse dann zum Beispiel da darüber. Ja, genau, der könnte dann darüber. Oder darunter, je nachdem. Ja, passt, oder? Ja, wir setzen das da dorthin. Hier ist ja auch nochmal Käse, ist ja alles ein bisschen verteilt, das Ganze. Jetzt brauche ich aber erstmal hier Brot. Genau. Dann setzen wir nämlich erstmal das Brot jetzt hier rüber. Nee. Aber gut zu wissen, dass es da ohne passt. Sehr schön. Dann setzen wir das hier rüber. Da haben wir das Regal nämlich wenigstens voll. Auch wenn es gerade ein bisschen verloren aussieht, so mitten im Gang, aber naja, gut, man kann nicht alles haben. Sehr schön, geht das wieder zurück. Dann kann ich ja die Labels wegklatschen. Zack, zerrapp. Sehr schön. Und dann nehmen wir einmal den Reis und bestellen den mit rein. Genau, da kommt dann nämlich immer hier gleich mit drin. Wie bitteschön. Sehr schön. Geht das wieder weg. Bestellen wir den nochmal. Gut, jetzt so gleich zweimal bestellen können, ne? Das geht ja eh dann in ein Fach rein. So, wenn er jetzt immer das vordere Fach hier nimmt. So. Sehr schön. Und dann jetzt in der Hoffnung, dass er das gleiche auch nimmt. Zack, also aber das jetzt hier vorne mit reinhaut. Jo, haut er. Sehr gut. Und dann können wir jetzt hier unten nochmal. Ach, der Zucker würde sich sogar mit denen hier ganz gut stellen. Ah, na gut. Dann geht er erstmal hier mit rein. Ja, wie gesagt, als Übergangslösung, ne? Muss ja nicht final sein in dem Sinne. So. Sehr schön. Und dann haben wir, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, alle Lizenzen, nur alle neuen Lizenzen reingeholt. Sehr schön. Gut, dann kommt es jetzt hier noch ein bisschen drauf an, ob wir das Ganze umstellen. Also was ist umstellen, ob man, wie wir das neue hier sortieren. Hier ist Reis, Reis, hier ist Reis, Reis, hier ist Brot, Brot und hier ist Brot, Brot, ne? Das Brot, Brot können wir theoretisch auch zu den Eiern ersetzen. So, dass man, ne, ne, hier rein, genau. Zack, zack, dass wir das jetzt mal hier rausnehmen. Dann ist das Brot nämlich immer noch mehr oder weniger in der Nähe. Dann ist das weniger jetzt das Problem. Und ich kann den Reis. Nee, halt, das ist ja Zuckerrohr, Stulli. Was mache ich denn? Aber egal, warte mal. Wir haben ja erstmal dafür Platz geschaffen. Der Zucker ist ja eigentlich hier gar nicht mal so verkehrt, um ehrlich zu sein. Wisst ihr was? Der bleibt einfach hier. So, 24 Stück passt erstmal so. Also,
Ne? Ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay, würde ich sagen. Stellen wir hier noch nach, dass das alles wieder so voll ist, wie es ist. Dann haben wir trotzdem den Reis. Okay, warte mal, den hat es jetzt auch irgendwo wieder hingeswitcht worden. Hä, 10. Ein einzelnes Ding mit 10. Aber wo hat er den jetzt hingeballert? Das ist so die Frage. Dann die Lücke nehme ich rein, wo ich es gerne hätte, hat er es nämlich nicht. Na, hier wäre jetzt eigentlich frei gewesen, aber egal. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja, dann auf jeden Fall nett. Der ist eigentlich an mir vorbeigezuppelt, ne? Hab ich. Achso, guck mal, hier mit den Hähnchen kann man das gleich, das ganze Utla noch machen. Aber ich weiß nicht, ob man heute noch zum Verkaufen kommt. Das ist halt immer so die Sache, ne? Das mache ich halt meistens offscreen, weil ich nicht weiß, oh, ist das jetzt so aufregend für euch oder nicht. Aber, naja, gut, es muss ja auch gemacht werden. Also, So oder so kommen wir da eh nicht dran vorbei. Hat er den hingehauen, in den kleinen? Also hier nicht. Hier drüben war hier irgendwas frei. Bei den Fässern muss ich auch noch machen. Ja, wir haben jetzt oder die Qual da, der Qual da war. 10, ich brauche irgendwas mit 10. Ne, da muss den hier irgendwo reingeklatscht haben. Aber hier ist alles voll. Hier sehe ich auf die Schnelle auch nichts. Hier war ja auch alles voll. Gell? Ah. Bin ich doof oder bin ich doof? Also ja, ich bin. Ach hier. Sehr schön. Das erstmal hier weg. War da vorher nichts von Dings mit dabei? Verwundert mich jetzt schon fast. War hier oben eine Lücke? Hatte ich das nicht doppelt? Egal. Ich mach das mal so. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. So, zack, zack. Ich weiß nicht, ob wir da so viel brauchen. Ja, gut, 50 solche Reisdinger. Ja. Normalerweise könnt ihr hier noch ein Dritter mit rein. Oder den nicht gemacht. Okay, 60. Ja, brauchen wir eigentlich nicht so viel davon mal ab, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt so keine Platzangst. Von daher, Wayne. Okay, dann haben wir das erstmal mit eingelagert. Also Zuckerrohr, check. Reis, check. So. Nudeln, check. Auch noch. Parmesan, Käse, Streichrahm, Joghurt. Die müssen wir jetzt noch irgendwie hier mit reinkriegen. Und da wollte ich ja jetzt, genau, da wollte ich ja das eigentlich hier weg und irgendwo anders hin. Dass wir hier so Käse und Käse, also dass wir irgendwie Käse, Käse irgendwie so haben. Jetzt haben wir natürlich hier diese Drogeriegeschichte mittendrin, aber ganz ehrlich, wenn das so ein Drogerieregal ist. Es muss ja nicht immer alles so übel hart getrennt sein. Wisst ihr, wie ich meine? Also wenn das so ein Regal ist, also das muss ich ja jetzt nicht so vom restlichen Lager so übel hardcore abtrennen, sage ich mir da immer, oder? Deswegen. Zack. Sehr schön. Dann nehme ich mal den und setze den jetzt mal hier mit rein. Dann nehme ich den und setze ich den hier mit rein. So. Ja, warte mal, zack. Zack, gut, dann warte mal, mach ich die Labels hier weg. Dann habe ich jetzt den neuen Käse hier. Ist sogar die Frage, brauche ich so viel? Also reicht da theoretisch, ne, da reicht ja, ne, so wie ich es hier habe, reicht das ja sogar. Label weg. Weil dann kann das nämlich hier drinnen bleiben. Weil das hier diese ganzen kleinen Pakete hier sind, ne, und die gehen ja so gut hintereinander weg hier. Dann können wir nämlich hier wieder einen neuen Platz schaffen. Da habe ich hier Platz für den Joghurt. Ne. Und Ketchup, 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 Mayo. Genau, da haben wir diesen Sauerrahmen hier. Ah, das wollte ich jetzt erstmal nicht, sondern ich wollte mir das hier mit reinnehmen. Da habe ich aber auch übel viel. Eieieiei. Okay, das sind alleine 54, ne?
Habe ich jetzt hier nochmal, also nochmal zwei, habe ich doppelt und dreifach, ne? 72 in der Rack, warte mal. Das hau ich, ne? Ich meine, da bin ich jetzt ein bisschen konsequenzlos. Das hau ich jetzt einfach weg, weil das brauche ich in der doppelten Ausführung nicht. Der Käse verkauft sich zwar relativ gut, aber jetzt auch nicht so übel hart krass. Da will ich lieber Platz haben. Nehme ich lieber ein bisschen Verlust dafür im Kauf. Okay, geil. Sehr schön. Das ist okay. Da haben wir jetzt den neuen und das und jenes. Dann machen wir hier weiter. Warte mal. War das jetzt den ich jetzt hier schon mit eingelagert habe, ne? Dann brauche ich noch immer Parmesan. Und das ist ein Neuner. Hier oben, genau. Der geht jetzt hier mit rein. Zack, also immer jetzt mal das hier oben merken. Okay. Dann ist der Parmesan jetzt auch ready. Dann haben wir jetzt diese Streichrahmengeschichte noch. Was im Übrigen sehr teuer ist. Das ist aber wieder so ein großes Paket, wo jetzt nicht viele reinpassen. Also immer nur zwei. Deswegen würde ich das Ganze dann hier oben so reinsetzen. Oder ne, passt da immer nur eins mit rein? Ah ne, das hat er jetzt. Ah ja, verstehe. Zack. Zack. Okay, gut. Switching. Das passt. Da habe ich jetzt zwar da unten noch diese andere Geschichte. Also, ne? Aber das passt dann hier nicht mehr mit rein. Das ist aber auch okay. Wenn ich ehrlich bin. Weil dann geht das halt hier unten einfach mit rein. Punkt, fertig, alles mit ihm aus, ne? Deswegen, schön. Jetzt haben wir noch den Joghurt, den neuen. So, und der kann dann einfach hier daneben. Was willst du denn mehr? So, zack. Haben wir hier oben den Joghurt mit drinne. Hier hab ich das Ding mit drinne. So, jetzt haben wir halt hier ein bisschen Platzi-Matzi. Aber das ist ganz geil, der Platzi-Matzi, weil da kann ich das nämlich ja wegmachen. Und brauche jetzt gar kein neues Regal weiter hier holen. Weil dann kann ich hier oben die Hähnchengeschichten nämlich einfach erstmal mitnehmen. Ne? Und wenn das immer noch nicht reichen soll, könnte ich den. Huppala, Entschuldigung, Maus. Dann könnte ich den Platz da unten noch weiter mitnutzen. So. Also haben wir das auch. Jetzt muss ich noch mal kurz checken. Wir haben den Parmesan, wir haben den Käse, wir haben den Streichrahmen, wir haben die Penne, wir haben den Reis, wir haben den Zuckerrohr, wir haben den Joghurt. Gut, also alles im Endeffekt im Lager eingelagert. So wie es am Ende des Tages jetzt so sein soll. Top, würde ich sagen. Top, top. Also, was willst du mehr? Was willst du mehr? Haben wir hier Riesending wieder zu? Dann kann ich jetzt, wenn ich keinen Fehler gemacht habe, das werden wir jetzt gleich sehen, kann ich jetzt wieder meine Restocker einstellen. Die durften sich erstmal nicht bewegen, ne, weil ihr habt euch vorher auch nicht bewegt. Das heißt, ihr wart ready und so. Ja. Obwohl, ready ist auch immer so eine Sache. Hier fehlen zum Beispiel zwei solche Handseifen. Warum füllt er die nicht auf? Weil Handseife ist eigentlich im Lager noch mit vorhanden. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das da noch mit vorhanden ist in der Handseife. Genau, da haben wir nämlich hier so ein Pack. Ja, und da kann man sich jetzt die Frage stellen, okay, warum macht er das nicht? Aber egal. Zack. Ja. Das Wesen. Achso, ne, hier. Und das ist ja noch so ein bisschen die Sache hier unten. Das ist ja noch nicht so 100%. Das, wie gesagt, mit dem Abverkauf, das wird so eine Sache. Müssen wir mal, wenn es mal leer läuft, eigentlich gleich wegcanceln, aber geht ja auch nicht. Das hier unten, zack, und da oben, zack, ne? Aber ne, ja. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist, sag ich mir da. Ne? Hier haut alles hin, da haut alles. Achso, ja, den Kühlschrank können wir jetzt noch umstellen. Wenn man das denn wollte. Machen wir aber mal. So, zack. Zack. So. Da haben wir nämlich das Ding noch umgestellt. Dann hätten wir ja da fast alles. Und wie gesagt, da ist jetzt halt eine Lücke. Aber ganz ehrlich, es wird nochmal irgendwann so ein Flaschenbier kommen. Da bin ich mir relativ sicher. Ich spoilere mich ja nicht mit den Produkten im Vorhinein. Das will ich selber erfahren. Also erleben im Spiel.
Deswegen, dann geht das Ganze hier nochmal so hin, dass wir hier noch ein bisschen Abstand haben. Ja, und dann hätten wir es eigentlich. Und muss ich aber ganz ehrlich sagen, jetzt ist die Folge schon wieder rum. Eie, Witzka, da kommen wir heute gar nicht zum Verkaufen. Aber das ist okay. Ich hoffe, also jetzt mal gerne Feedback von euch. Ist sowas auch okay, im Let's Play zu zeigen? Oder sagt er, ah, nee, eher weniger. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie aufregend das war. Na, weil ich muss mich halt ein bisschen konzentrieren, ein bisschen vor mich hersappeln und gucken und überlegen und blo. Aber gut, dann Abschluss ist auch mal als Experiment mit drin, in Anführungsstrichen. Dann könnt ihr mir ja sagen, ob es eher was für euch ist oder aber eher sagt, ah, nee, dann eher nur so normal verkaufen und bla und hier und tralala. Gerne in die Kommentare damit. Meine Hübschen, ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen sonnigen Donnerstag. So, ebenfalls hier im Osten ist es gerade so. Wir hören uns dann morgen wieder. Dann geht es nämlich in den Verkauf rein und dann denke ich mal Palmer Level 60 an. Und dann sehen wir mal, wie das alles so wird, wie es wird. Wie es wird. Ne? In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.